Herzlich willkommen zurück bei Soma, dem Horror-Videospiel. Ja, wir stehen jetzt vor der Tür und ab jetzt wird das mit der Story, mit dem eigentlichen Spiel losgehen. Ich habe jetzt erst gemerkt, oder gerade erst gemerkt, dass die Cam beim letzten Mal am Ende aus war. Habe ich vergessen, wieder anzumachen. Egal. Hört er noch nicht. Noch war nichts Erschreckendes dabei, also gehen wir rein. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Ja, die Cam lasse ich jetzt mal ganz kurz aus, denn da müssen wir gleich rein und dann geht's los. Das heißt, da kommt noch ein bisschen Sequenz. Und die gibt es hier auch nicht mehr zu sehen. Der Maus. Please, have a seat. Ja, guck mal hier, ich hab eine Maus. Oh, die sammelst du dann auf, ne? Ja. Das sind die gleichen Bilder wie in dem anderen. So, mal hier ein paar Stecker ziehen und tippen und so. Just have a seat and we'll be out of here in no time. Alles klar, alles klar. Ich bin gleich bereit. So, hier noch ein bisschen an den Dingern drehen. Ja, so. Ist alles richtig eingestellt, oder? Please, have a seat. Ah, schade. Schatten haben wir nicht. Wir sind also ein Vampir. Alles klar. So, what exactly are we doing? Genau. We're gonna do a scan of your brain. Hm? Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise this would be a huge waste of time. Wenn der mein Gehirn scannt und nehmen wir mal an, schafft es eine Kopie davon zu erstellen mit all meinen Erinnerungen und so weiter. Just have a seat and we'll be out of here in no time. Ich hör von dir gerade ein bisschen. Dann heißt es ja eigentlich, dass ein zweites Ich von mir existiert. Nur halt in Computerform. Da stellen sich mir ganz schön viele Fragen, aber wir gehen einfach mal jetzt rein. Please, have a seat. Ich stehe doch schon davor, jetzt setz mich weg. Ja. Aber wo ist die Toilette? Na komm, ich gehe einfach rein. Dann wollen wir mal loslegen. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny.
I'm not supposed to put myself in... Yeah. This is kind of stressing me out. Hey! Anyone? Es ist wirklich... Oh, das ist doch ein anderer. Wer hat mich getragen? Warum? Aber das ist gruselig. Er ist alles sonnenscheinmäßig. Und dann scherzt man noch ein bisschen und dann... Pff. Stehen hier Taucheranzüge? Raumanzüge? Nee, Raumanzüge nicht, Taucheranzüge wenden. Da. Alter. What the hell is this? How did I get here? Schönes Ambiente. So, was haben wir denn hier? Zugriff mit Omnitool einführen. Ja, habe ich nicht. Kann mir sonst auch nirgendwo. Zugriffskontrolle, Omnitool Chip Installationsprogramm. Bauen, Formen, optimieren Sie Ihr Omnitool mit vollständigen Benutzer, die befindbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Omnitoolbox. Werkzeugkasten. Ja, ich kann es nicht öffnen. Oh, geil, ist klar. Heißt, hier muss ja irgendwas rum. Alter. Dass die Dinger da so hängen, das trägt nicht der Stimmung bei. Aber ich brauche irgendwas, was hier rumliegen muss. Ich würde gar nicht mehr rausgehen, Alter. Muss noch irgendwas sein. Soll ich hier was machen? Irgendwas eingeben? Nein, alles klar, nicht? Okay. Du geh nochmal weg da jetzt. Okay. Und vielleicht was? Ich beobachte was, ey. Ja, aber wo soll ich denn? Wenn hier was war, das muss mich ja gesehen haben. Egal. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Ja, gut, aber ich kann ja... Oder kann ich das hier vielleicht verschlagen? Kann ich das vielleicht zerschlagen? Okay, es geht nicht. Schade. Da kann ich auch nichts machen. Alles klar, wir müssen also anscheinend raus. Hört ihr das?
Irgendwas ist hier. Okay, jetzt werde ich angespannter. Okay, da kommen wir also schon mal. Rein und raus. Wir sind anscheinend dahin, also gehen wir auch dahin. Okay. Alles klar. Na, lecker. Was soll denn das sein, ey? Ne, nicht reinlatschen da. Hier kann ich nichts machen. Ist schon kam. Kann man Jahre kennen. So, mir. Automat. Wir haben nichts. Alles nur weltlose Müll. Der geht nicht zurück. Alles klar. Okay. Was haben wir denn hier? So, er rotiert, ne? Was? Ah, so. Curry, nein, danke. Was haben wir hier? Reis, ja, komm, Reis nehmen wir mal. Denke mal, den müssen wir da rein tun. Bin mir aber nicht sicher. Na komm. Was haben wir da? Oh, auch gut zu wissen. Miso, na. Oh, Nudeln. So. Wieder ein Curry links, Mann. Oh, Beef, Beef, nein, Beef, ey, ey, ey. Beef auf jeden Fall. Beef kommt auf jeden Fall rein. Da. Ne? Ach komm schon. Nur kein Stress. Ja. Jetzt. Sehr schön. Und was haben wir noch? Nein. Spinat, Reis, Curry, gut, nur Spinat. Das wäre jetzt was hin, wenn hinter mir jetzt jemand stehen würde. Aber der ist anscheinend kaputt. Noch? So. Nein. So. Schade, funktioniert nicht. Alles klar. So, ich dümpel dir gerade die Zeit viel zu viel rum, ey. Anscheinend dahin. Da gucken wir nicht lang. Da müssen wir hin. Thank you.
Wow. Ja, schön, echt geil. Da. Noch lauter vielleicht, Junge. Wenn denn da? Okay, so ein Bild. Brauchen wir nicht. Man kann hier aber auch nicht schleichen, ne? Alter, ist noch nichts passiert und ich... Da war ich noch nicht dran. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. So weiter, und zwar nach rechts. Verschlossen? Auch verschlossen. Weizenschneider. Oh. Ja, da geht man dann auch hin. Da ist bestimmt gerade was durchgebrochen. Dann geht man da hin. Das ist eine gute Idee. Okay. Was ist denn das? Was? Schön, dass er mir sagt, dass ich das drücken soll, um nicht entdeckt zu werden.
muss ich hin? Scheiße, geht ja wieder gut los hier, ey. Grüß dich. Mal hier müssen wir dann hin. Wir gehen zuerst mal hier durch. Und da kommen wir, glaube ich. Da ist eine Lücke. Okay, beruhigend. Da kommen wir auch nicht durch. Da ist das. Also gehen wir erstmal durch die Tür da hinten. Da kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht, ob gerade hier noch was ist, aber... Ich kann es echt nicht sagen, ey. Wie ist denn das da hinten? Ich weiß nicht, ich hätte die ganze Zeit geduckt, aber Alter, ich... Ich fürchte, dass hier mich irgendetwas... Toll, schon wieder ein bisschen Schleim, ey. Okay, ich denke, ich kann hier aufstehen. Noch lauter, meine Güte. Ein Omnitour, ja geil. Auf Tab kann ich den dann noch aufrufen, okay. Kann ich anscheinend nicht. Aber ich muss ihn bestimmt. Ich muss ihn bestimmt erstmal da hinbringen. Also zurück. Okay, ich kann ihn wohl wirklich noch nicht einsetzen. Müssen wir erstmal versuchen, hier raus wieder hinzukommen, da hinten. Nicht wirklich Gänsehaut, aber mir geht die Pumpe, Alter. Ich will zumachen, Alter, auch wenn das nichts bringt. Scheißegal. Was? Omnitool einführen. Lesen. Omnitool wird gescannt. Service console up to 3, including pilot seat activated. Ja, Systemstatus. Fernzugriff abgelehnt, offline, absolut ausgesetzt.
Aua, Notfallsystem mit 13 Tagen verbleibend. Scan, hey! Simon Sherrod, das sind wir. Toronto. Was die Zeit zu bewirken hat. Station nicht verfügbar. Das würde mich schon sehr. Dann gucken wir erstmal in den Inventar. Okay, okay, und dann unbekannte Kombinierung. Okay, und okay. Omni-Tool. Werkzeugchip verwalten. Willkommen zurück. Luise. Was? Luise Maron? Ihr Omni-Tool ist in perfektem Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich des standortübergreifenden Sicherheitszugangs ohne Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin Ihre Belegungen zu verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein und führen Sie Updates aus. Den kriege ich bestimmt hinten. Ah, wenn. Hyperchain, bitte beachten Sie, Installation. Helper außer Kraft setzt und Nutzererfahrung. Ah, okay. Werkzeugkasten freischalten. Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running. There needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omni-Tool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Ja, alles klar. So, jetzt gehen wir erstmal da raus und holen uns hier ein paar Chips. Oh. Was ist das? Gehen wir mal dahin. Dann gehen wir dahin. Da was? Omni-Tool. Nicht. Interchip Update. Aktualisiere Sicherheitscodes. Toolchip Security Cipher. Updated. Alles klar. Dann geht mal rein. Ja, und jetzt? Ah, und da bin ich nur mein. Dann kann ich nicht nochmal dahin legen. Alles klar, schade. Dann müssen wir jetzt anscheinend dahin. Jawohl. Pilotensitz Epsilon 3. Okay. Kann ich nichts rauslesen. Nichts Wichtiges. Da waren wir auf der Drille. Ein Pilot gefunden, sind wir auch gerade hin. Jim. Berichte. Carl Samkin, Unterstützung Amy Azazo. Azero. Azero. Konkret Thugger. Aufgabe, Hütteschilder ersetzen. Südlicher Abzugsschacht. Ergebnis erfolgt. Produktion ist wieder aufgenommen. Anmerkung. Senden glänzenden Klang nach der Mission über ungewöhnlich starke Übelkeit. Hört sich an, als ob Internet ist. Diagnoseprogramme ermitteln einen starken Anstieg elektromagnetischer Strahlung um den Pilotenhelm herum, was womöglich die Ursache für sämtliche Symptome war. Es gibt keine Hinweise darauf, was diese Anomalie verursacht haben könnte. Achtung! Das Pilotensystem wird zunehmend unzuverlässiger.
Im Verlauf der letzten paar Monate hat jeder Anwender über Kopfschmerzen und Übelkeitsanfälle geklagt. Letzte Woche verlor Gavin für 30 Stunden das Bewusstsein, als er versuchte, einen Helper-Cluster einzuweisen. Das ist inakzeptabel. Wir werden schon dahinter kommen. Vorerst aber werde ich die Verwendung des Pilotensystems untersagen. Dies bedeutet, dass weitere kraftintensive Aufgaben entstehen, die durch Programmierung oder körperliche Arbeit erledigt werden müssen. Wir sind alle nicht glücklich darüber, daher bitte ich, von Beschwerden Abstand zu nehmen. Jane Addams, Hauptfaktor. Ja. Mit diesem Monat zum Interview. Oh, Alter, hab ich Gänsehaut. So, ja. Ich kann jetzt also auch nichts weiter damit machen. Das ist natürlich scheiße. Wo hat ihr denn noch mal so ein Labor? Da, ne? Ganzen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich gehe noch mal ganz kurz hier hin. Dasselbe. Alles klar. Wieder gebückt. Na gut. Mal, da müssen wir weiter, deswegen gehen wir jetzt hier lang. Alles klar. Okay, hier ist soweit nichts. Hier war ich schon mal. Ich will noch einmal zu ihm ins Büro. Kann nichts mehr machen. Nichts. Ich glaube, das war der Typ, deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Alter, was? Es passiert nichts und es ist trotzdem so eine bedrückende, ekelhafte Stimmung mit Schleim. Hey, ich kann hier was machen. Schade. Na gut. Da ich mal annehme, dass da nichts mehr kommt. Bin ich gerade im normalen Modus. Also ich gehe normal. Ich denke mal, wir müssen da runter und dann geht's da weiter.
Wie geil das aussieht, ey. Flugzeugkiste. Ja, irgendwas machen? Nichts. Nichts. Alles klar. Flasche nur nehmen, alles klar. Okay. Damit nicht machen. Kann es nicht unter der unter Wasser sein. 150 Meter. Ich meine, bei 200 Meter und kein Sonnenstrahl mehr hin. Kann aber auch natürlich schon vorher sein. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich dachte nur, da noch Licht schon nicht reinkam. Ja, kann ich nicht. Plant, Machine Gunner, Service Station und Storage Room. Zwischentunnel, okay. Bin ich da irgendwas? Kann ich nichts mitmachen. Das heißt, ich muss hier durch. Menschlich aus. Da gehe ich jetzt mal ran. Ja. Das ist jetzt nichts, was man denn machen könnte. Deswegen gehen wir da mal ran. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Also bis dahin. Macht's gut. Und bis dann.